So, wir sind wieder unterwegs. Der nächste Hausbesuch nach etwas längerer Zeit steht an. Ins schöne Hennef, die Stadt der Dörfer, sagt man. Ich glaube, fast 100 Ortschaften gehören dazu. Ich glaube, keine Stadt in Deutschland hat so viele Dörfer wie Hennef. Und wir besuchen Jan Stratmann. Profi-Triathlet, große Hoffnung für die Zukunft. Und wir sind schon ganz gespannt, was er uns zu erzählen hat. Hallo. Hallo. Hi, kommt schon mal rein. Jan ist noch beim Schuhtraining. Alles klärchen. Was machst du da? Schwimmtraining im Lockdown. Und es bringt was? Mach ich schon immer so. Ja, okay, dann mach du dich noch fertig und wir gehen schon mal vor, dann quatschen wir gleich. Ist klar, dann wechsel ich noch eben. Ich hätte mir einen ganz schönen Einstieg einfallen lassen. Zu Hause ist, wo das Leben beginnt und die Liebe, wo gelacht, getanzt und geträumt wird, wo schöne Momente geteilt werden. Zu Hause ist es am schönsten. Wir sind bei Dichter und Denker Jan Stratmann zu Gast. Nee, wir sind in Hennef bei dir zu Hause. Und was machst du, außer schöne Gedichte schreiben oder an die Wand zu schreiben? Ja, hallo erstmal. ich mache im Wesentlichen Triathlon. Und nebenbei studiere ich auch noch ein bisschen oder bin in den letzten Zügen davon. Aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Triathlon und mittlerweile auf der Mittel- bzw. langfristig Langdistanz. Ey, Triathlon-Profi kann man ja schon sagen, oder? Würdest du auch unterschreiben, wenn man sagt, ja, Jan Stratmann ist Triathlon-Profi? Ja, mittlerweile schon. Ich habe überlegt, wo mir das erste Mal klar geworden ist, dass du so auch zum Triathlon-Profi in Deutschland gehörst. Das war beim 70.3 in Polen. Da stand ich an der Strecke auf der Laufrunde und das war das Jahr, wo Frodo gestartet ist und ihr seid, glaube ich, Schulter an Schulter aus dem Wasser gekommen und dann hat er halt sein Rennen gemacht, ist dann allein Rad gefahren und du warst dann quasi direkt mehr oder weniger dahinter unterwegs mit Abstand und sowas und dann kam Frodo vorbeigelaufen, das war Kilometer 6 oder so ungefähr. Und in dem gleichen Jahr ist auch noch Ruben zu Puntke gestartet und dann kam Frodo vorbei und meinte so, ja, ist Ruben hinter mir, oder? Und dann habe ich gedacht so, nee, ich glaube, Ruben ist der Zweite vom Rad gestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Ruben noch hinter dir ist, aber ich glaube, Jan Stratmann läuft schneller als du. Das war so auf dem ersten Streckenabschnitt. Kannst du dich an das Rennen noch so erinnern? Ja, noch eigentlich ziemlich detailliert und das ist noch ziemlich präsent, kommt auch immer wieder hoch, weil das war meine erste Mitteldistanz. Ich hatte ein schwieriges Frühjahr, hatte einen Ermüdungsbruch in der Hüfte. Ich glaube, zu der Zeit war das ja irgendwie so eine Erscheinung, womit viele zu kämpfen hatten. Und dann war das mein zweites Rennen wieder überhaupt und meine erste Mitteldistanz. Und ja, das war alles neu, super aufregend, wenn ich mit dem Foto aus dem Wasser gekommen, das war schon mal so, hat so einen richtigen Adrenalinkick gegeben und beim Schwimmen habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich vorbeigehen soll, aber ich habe mich nicht getraut. Aber ich glaube, wusste auch keiner so richtig, wo es so ganz genau herging. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen davon, so von der Erscheinung blenden lassen, habe auch im Wechsel dann, anstatt meinen Plan zu verfolgen, ihm so ein bisschen nachgemacht und dann ist er direkt auf dem Rad, hatte er nicht vor, irgendwen mitzunehmen und hat dann direkt Alarm gemacht. Ich bin dann einfach von Kilometer 1 an mal ein Rennen gefahren und auch alleine 90 Kilometer und habe auch gedacht, irgendwann kommen die doch mal alle von hinten, aber außer zwei, der Maurice Clavel ist noch vorbei, Ruben nach der Hälfte und noch ein Italiener, kam keiner mehr und dann bin ich sehr motiviert auf die Laufstrecke und genau die ersten 5 Kilometer wie eine Sprintdistanz angelaufen. Ja. Ich glaube, das war ziemlich fix. Ja. Und ja, das ging dann erstaunlich lange, aber trotzdem gut. Also nach Kilometer 15 wurde es dann irgendwann schwer und anstrengend, aber ja, ein gutes Ziel gebracht. Aber die Laufzeit, die war doch richtig, richtig schnell, ne? Also wenn ich mich nicht vertue, war es 1,9? Ja, nee, das war, ich glaube, das war 1,12 oder so da. Ich bin in Holland bei der Mitteldistanz mal, ich bin die holländischen Meisterschaften so als Test mal gestartet und da war 1,9. Das heißt, Schwimmen mit Jan Frodeno, ein Halbmarathon, 1
um die 1,10 plus. Ich glaube, wir waren eine Minute oder so, oder anderthalb Minuten langsamer als Frodo dann. Ja. Irgendwie so, das war schon mega, hat auch richtig dann Spaß gemacht. Und da war noch gar nicht dieser Wechsel so richtig vollzogen im Kopf. Aber danach habe ich gesagt, so, das ist mein Ding, da habe ich Bock drauf. Und ich glaube, ganz so schlecht liegt mir das jetzt nicht. Was ist denn dann deine Stärke? Also wenn du so gut schwimmst und auch so gut läufst und Radfahren warst du ja auch dabei irgendwie, bist ja nicht abgehängt worden. Wie würdest du dein Athletenprofil oder dein Stärkenprofil beschreiben? Ich würde sagen, mittlerweile würde ich das relativ ausgeglichen beschreiben. Es ist immer mal eine Disziplin, die hervorsticht. Ist ja die Kunst sozusagen, alle auf allen drei auf dem Top-Niveau zu sein. Aber so eine richtige Stärke oder Schwäche habe ich jetzt nicht mehr. Ganz früh, als ich angefangen habe, da habe ich das Schwimmen erst lernen müssen sozusagen mit 16, aber jetzt ist tagesformabhängig eher. Du hast ja uns gerade schon erzählt, wie du zum Triathlon gekommen bist, also vorher Fußball gespielt hast und sowas. Jetzt hat das natürlich leider keiner mitbekommen, weil die Kamera noch nicht lief. Erzähl die Geschichte doch nochmal, weil du hast gerade schon mit 16 angefangen und bist ja immer noch ein super junger Typ und dafür dann ja doch schon irgendwie relativ weit, was dann Leistung angeht. Ja, ich habe ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da ist es eigentlich vorbestimmt, dass man in den Fußballverein geht. Ich glaube, mein erster Trainer war auch mein Vater damals und dann habe ich immer nur an Fußball gedacht. Die Sommerferien haben daraus bestanden, den ganzen Tag auf dem Bolzplatz zu verbringen, auf Asche damals noch. Na klar. Ja. Und dann abends FIFA zu zocken. Und das habe ich eigentlich, bis ich 16 war, so verfolgt. Und dann nach einer schweren Skiverletzung über die Reha musste ich Aquajoggen. Das, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, das ist die Hölle. Und dann habe ich angefangen zu schwimmen und damals bei der damaligen Landestrainerin in Essen direkt und bin dann so da reingerutscht, auch immer mein Vater, weil der das auch mit Triathlon angefangen gehabt und bin dann dabei geblieben und direkt durch diese Nachwuchscups und die TU-Cups durch, aber bin halt immer hinterhergerannt, weil ich so spät angefangen habe. War es immer so, den Kader da nicht geschafft, da einen Platz zu schlecht oder zwei und auch nie in der Jugend jetzt sah ich, dass ich irgendwelche großen Erfolge feiern konnte. Aber das hat mich halt irgendwie so, würde ich sagen, hungrig gelassen und auch so ein bisschen devot in dem Sinne, dass ich immer das Ziel hatte, mich weiterzuentwickeln. Hab nebenbei immer darauf geachtet, oder das war meinen Eltern wichtig und mir dann auch, eine vernünftige Ausbildung zu machen. Ich habe erst meinen Bachelor fertig studiert und mich dann mehr auf den Sport fokussiert, also mein 21 fertig, ganz normal Regelstudienzeit. Das war natürlich damals schon eine Zerreißprobe. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das geschafft habe heute, wenn ich meinen Tagesablauf aktuell anschaue. Und genau, jetzt liegt der Fokus halt schon auf dem Sport. Habe dann aber auch relativ früh gemerkt, dass die kürzeren Distanzen, dass mir einfach dieser Endspeed fehlt. Und auch eigentlich war schon immer Traum und Ziel Hawaii. So, dadurch bin ich auch zum Sport hingekommen. Und jetzt bin ich halt schon auf der Mitteldistanz gelandet und das macht mir riesengroßen Spaß und ich glaube, das ist so das Wichtigste, hat mir nochmal so einen richtigen Push gegeben. Ja, ich habe eine persönliche Frage, weil es mir mit 16 genauso ging wie dir, ich war zwar nicht verletzt, aber es war auch das Alter, wo ich vom Fußballspielen zum Triathlon gekommen bin. Erinnerst du dich noch an den Unterschied, weil Fußball, Mannschaftssport, du hast irgendwie auch immer eine Verpflichtung deinen Teamkollegen gegenüber und da ist ja auch, wenn mal du einen schlechten Tag hast, dann kann die Mannschaft immer noch gewinnen. So, ne? Dann wirst du ausgewechselt oder es fällt nicht so auf, wenn du einen schlechten Tag hast. Und im Triathlon bist du ja selbst für dich verantwortlich. So, das war bei mir früher das, was mich gereizt hatte. So, ne? So, es geht halt wirklich um meine Leistung und ich kann selber dafür sorgen, ob ich jetzt hier erfolgreich bin oder nicht und sowas. Warum hast du, also war nur die Verletzung der Grund, warum du nicht wieder mit Fußball angefangen hast? Oder warum hast du gesagt, so, nee, ich mache jetzt Triathlon? Ja, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Das war genau wie du sagst, halt schon so, der Mannschaftserfolg hat gezählt und die eigene Leistung stand dann nicht immer so im Vordergrund. Und ich war schon immer extrem ehrgeizig und wurde halt auch, zum Beispiel, als ich kleiner war, richtig klein, habe ich noch geheult, als ich ausgewechselt wurde mal. Und deswegen würde ich sagen schon, dass so dieses, ja, dass das schon so eine Sache ist, wenn man das jetzt für sich macht. Das muss man, oder ich musste auch erstmal damit umgehen können. Das hat auch echt lange gedauert und dauert, glaube ich, immer noch an. Mit diesem Druck, der vor allen Dingen, den man darüber einem selber macht. Man ist halt komplett für seine eigene Leistung verantwortlich. Mhm. Und man steuert das selber. Und zu, sag ich mal, 90% auch in einem Rennen ist es
seine eigene Leistung. Und das auf der einen Seite halt gut, auf der anderen Seite kann es halt aber auch anstrengend sein. Mhm. Ganz klar. Wie zeigt sich der Ehrgeiz heute bei dir? Jetzt wahrscheinlich fängst du ja nicht mehr jedes Mal an zu heulen, wenn irgendwas nicht läuft. Nee, nicht mehr. Aber ich würde sagen, das sind verschiedene Dinge. Erstmal, dass ich, glaube ich, sehr gerne und auch sehr gerne viel trainieren, zum Leidwesen meiner Trainerin, die mich da oft bremsen muss. Also wenn man mir 40 Stunden Training aufschreiben würde, würde ich das auch machen, bis ich mich selbst zerlege. Das ist halt natürlich ein Risiko auf der anderen Seite, dass ich mich schon oft und sehr, sehr häufig gegen die Wand gefahren habe. Durch diesen Ehrgeiz, dass ich mehr besser werden will, mehr machen muss. Und ich denke, da sind aber, glaube ich, viele, gerade im Austausch, gerade im Triathlon, die das anfällig dafür, die anfällig dafür sind, genau. Und ansonsten ist es halt so, dieser Wille, da nach oben zu kommen, ob jetzt im Wettkampf, im Training, der schon, glaube ich, bei mir relativ ausgeprägt ist und ich mich nur bremsen muss, dass das nicht alles gerade im Training zu stark ist, um da sich noch einen Puffer fürs Rennen zu lassen. Das ist immer so eine Ist das sowas, Gefahr. Wo eine Gefahr ist, dass man auch verkopft, also dass man dann so ein bisschen den eigenen Anspruch und den Ehrgeiz immer an so hoch priorisiert, dass das dann vielleicht das ausbremst, dass man Leistung bringen kann? Oder merkst du sowas irgendwie noch nicht? Ja, total. Also ich hatte schon oft, ich habe da öfters dann immer mit meinem Vater drüber Gespräche, weil ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich so in der Art, dass man so ein bisschen immer aus den Situationen, wenn sowas aufkommt, raustreten muss, sich von außen betrachtet, wie man gerade wieder verkopft oder sich zu sehr da reindenkt oder auch so ein gewisser Perfektionismus, der dann aufkommt oder immer da ist, denke ich, das geht dann über vom Material, über die eigene Leistung, viele Punkte. Wenn jetzt auch wieder ein Rennen ansteht, dann sehe ich diesen riesen Berg, was alles perfekt laufen muss in meinem Kopf. Es sind auch Anreisen zu Rennen und alles, wenn man sich das dann, wenn man sich selber, ich weiß nicht, ob das dann falsch ausgedrückt ist, aber dieses, ich glaube, man sollte sich bei allem, und das habe ich in den letzten Jahren auch auf den harten Weg gelernt, nicht zu wichtig nehmen oder das Ganze, sondern so ein bisschen in sich ruhen, um dann so eine gewisse Leichtigkeit zu behalten, weil das ist, glaube ich, schon so ein Schlüssel, sonst verkrampft man und das hatte ich zu Genüge. Und hast du ein Beispiel parat dafür, wo du sagst, so, das ist jetzt rückblickend betrachtet sowas gewesen, wo du dir ein bisschen selber im Weg gestanden hast? Ich könnte sagen, auf fast allen Rennen, die ich auf der Kurzdistanz, sag ich mal, auf internationaler oder Bühne gemacht habe, war ich so verkrampft und angespannt vor dem Rennen, dass ich mir ganz oft dann auch, dass ich sogar körperliche Probleme bekomme, dass also meine Muskulatur, gerade im unteren Rücken, das ist so ein bisschen meine Schwachstelle, so zugegangen, dass mir die Beine teilweise eingeschlafen sind. Also wirklich, dass so die mentale Komponente oder diese innere Verkrampftheit, Angespanntheit, weil ich will, dass alles perfekt ist, aber habe halt nicht einfach. Da ist auch teilweise, muss ich ehrlich sagen, der Spaß ein bisschen verloren gegangen. Und ja, und dann kommt hinzu noch diese, was von außen noch reinkommt und was man dann nicht sich ranlässt und dann auf sich selber ummünzt, an Druck oder an Erwartungshaltung. Und damit umzugehen, ich glaube, das muss jeder lernen. Der eine geht damit früher besser um, der andere weniger. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich dann zu kämpfen hatte oder habe. Und ja, aber wie machst du es dann jetzt? Weil ich meine, am Ende Gespräch mit deinem Vater, hast du gesagt, der dir nochmal so einen anderen Ratschlag geben kann, was man machen kann. Aber ich denke mal, das Erkennen ist ja, glaube ich, so das Einordnen, was da so das Problem war vielleicht. Aber irgendwie muss man ein Problem auch angehen. So, hast du da irgendwas, wie du daran arbeitest? Oder? Ja, wenn das wieder aufkommt, das hatte ich zum Beispiel die Tage jetzt wieder. Ich habe ein Rennen geplant und das ist in kurzer Zeit, also da ist nicht mehr viel Zeit und das ist ja ganz oft am ersten Saisonrennen so eine Zerreißprobe, ob man alles an den Start kriegt. Und dann war es wirklich so, ich sehe erstmal diesen Berg vor mir an Sachen, die ich perfekt haben will, bis zum Renntag. Und dann, wenn sich das aber setzt, dann versuche ich wirklich so, selber aus, das hört sich jetzt doof an vielleicht, aber es ist sprich aus meiner Situation rauszutreten und es für mich von außen zu sortieren und dann ordne ich das ein, dann ist es oft gar nicht so viel, dann arbeite man Punkt für Punkt ab. Und dann, wenn ich mir dann selber auch wieder klar mache, warum ich das eigentlich mache und wie viel Bock ich eigentlich auf dieses Rennen an sich habe und alles drumherum sich dann schon fügt, dann kommt wieder dann ist wieder der Spaß im Vordergrund und so dieses geil, ich darf ein Rennen machen, auch gerade in so einer Zeit, oder die Möglichkeit besteht, muss man ja auch immer dazu sagen. Und dann ordnet sich das so ein und dann. Wenn du dir selber die Frage beantwortest, warum mache ich das Ganze? Was ist denn die Antwort darauf? Ich würde sagen, das ist, ja,
Das ist, eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es ist meine Leidenschaft und ich bin in der coolen Situation, dass ich das jetzt gerade beruflich ausüben kann oder auf dem Weg dahin bin. Und ich finde, ich muss mich oder musste mich noch nie für irgendeine Trainingseinheit oder für irgendwas, was mit dem Sport an sich zusammenhängt, irgendwie so wirklich zwingen, dass ich gar keine Lust drauf hatte. Und das zeigt mir, dass mir das Spaß macht. Und ich glaube, wenn dir das, was du tust, Spaß macht, dann ist man schon recht weit. Wenn man so hört, ehrgeizig, bisschen perfektionistisch, aber auch relativ aufgeräumt das Ganze, da gehört ja auch dann noch dazu, dass man irgendein Ziel hat, worauf man da hinsteuert. Also du machst es ja jetzt nicht nur aus Spaß und der Freude, um jeden Tag Sport zu treiben, sondern hast gesagt, so, ja, irgendwann mal Hawaii und sowas und Mittellangdistanz ist so das Ziel. Aber gibt es irgendwie ein konkreteres Ziel als den Traum, den, glaube ich, ganz viele haben? Ich würde gerne mal Hawaii gewinnen. So, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Ding, was ja schwer greifbar ist, aber dass man dann so Etappenziele hat oder so Meilensteine, die du gesetzt hast, wo du gesagt hast, okay, in der Zeit, wo ich Profi-Triathlet bin, möchte ich das und das erreichen nach und nach? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde da auch nicht jetzt irgendwie sagen, ja, irgendwann mal Hawaii, sondern ganz so lange möchte ich jetzt auch nicht mehr erstmal vor mich hin den Sport machen, bevor ich da hinkomme. Wir haben schon geplant, so grob, ob das jetzt wirklich eintritt, weiß ich noch nicht, aber dass im nächsten Jahr vielleicht schon die erste Langdistanz ansteht. Und, ich höre sie schon mal sagen, so früh, so jung. Ja, ich bin dann schon, ich werde jetzt schon 26, also so jung will ich mich gar nicht mehr bezeichnen. Und auf der anderen Seite möchte ich in diesem Jahr, muss man immer unter Vorbehalt sagen, schon gern bei der 73 WM starten. Mhm. Das wäre ein großes Ziel. Und was noch langfristige Ziele oder Karriereziele sind, ganz klar, zum Beispiel sowas wie, ich glaube, das, wo jeder deutsche Triathlet hinschielt auch, so ein Sieg in Rot oder in Frankfurt, also in großen Rennen. Und das steht schon alles so auf einer gewissen Bucketlist. Und genauso für dieses Jahr würde ich jetzt auch nicht sagen, oder es ist auf jeden Fall ein Ziel, dass ich meinen ersten 73 auf dem Podium beende oder gewinne. Das war ja schon auch jetzt für die, die dich jetzt vielleicht zum ersten Mal so sehen, weil das ja jetzt auch, glaube ich, gerade letztes Jahr für Profis schwer war mit Präsenz oder sowas. Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt einer bist, ich würde gerne mal auf dem 73-Podium, sondern das war ja schon in greifbarer Nähe. Also da hat ja bisher auch in den Rennen, die du gemacht hast, nicht immer so viel gefehlt. Ja, das ist halt dieses, das auf der einen Seite war das immer sehr ärgerlich. Ich bin jetzt seit 2 Jahren, würde ich sagen, auf der Mitteldistanz, also anderthalb, wie ich in Jahren, wobei auch ein Jahr davon das letzte Jahr wenig Rennen hatte. Und bei jedem 73, den ich bis jetzt gestartet bin, war ich Vierter oder Fünfter. Ja. Und jedes Mal waren es bis zum Podium, glaube ich, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das waren nie mehr als 1,5 Minuten. Ja. Und bei einer Renndauer von 3,45 bis genau, 4 Stunden halt echt nicht viel. Und manchmal waren auch zum Platz 3 20 Sekunden und dann ist immer so, hättest du da nicht noch. Also immer hätte, wäre, wenn und aber, ist natürlich müßig. Auf der anderen Seite ist man dann irgendwie enttäuscht, ärgerlich. Letztes Jahr in Polen bin ich ja nochmal gestartet. Wenn ich dann Patrick Lange an Kilometer 16 überholt und du denkst dir, ja, aber das ist. Aber münzt sich das dann am nächsten Tag schon um, dass du sagst, so, beim nächsten Mal schaffe ich's? Oder hängt dir das länger hinterher? Ja, ich glaube, das braucht ein paar Tage, dass das sagt. Aber ist schon, ich kann aus jedem dieser Rennen schon, habe ich extrem viel gelernt. Insgesamt vielleicht habe ich jetzt 5 Mitteldistanzen gemacht. Und extrem viel gelernt und ich bin, glaube ich, noch hungriger jetzt sozusagen, weil sich der Erfolg, den ich mir erhofft habe, noch nicht eingestellt hat. Mhm. Aber ich sehe halt auch noch, die ganzen Stellschrauben gesehen, an denen ich noch drehen kann. Hatten wir ja auch vorhin schon mal alles, allein was Aerodynamik auf dem Rad angeht, da gibt es noch so viele Sachen, die man machen kann. Und ja. Ist ja so ein bisschen so eine neue Generation, die da ranrückt, ne? Also als wir bei Freddy waren, das ist ja auch so dein Schlag als 97er Jahrgang, du bist 96er Jahrgang? 95. 94? 95. Aber das ist ja schon so eine Generation, die zumindest auf der Mitteldistanz gerade sich versucht und dann langfristig da ja dann irgendwie in die Zeit dann auch gekommen ist. Mhm. Habt ihr irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis zueinander? Ich meine, du wohnst eher im Rheinland, Freddy im Frankenland. Oder wie seid ihr connected? Ich glaube, gerade mit Freddy habe ich schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir tauschen uns oft über den Sport aus.
häufiger über Kaffee. Und haben auch schon einige gemeinsame Trainingslager zum Beispiel geplant oder waren auch nach der Saison mal eine Woche zusammen im Urlaub. Also das ist schon sehr freundschaftlich. Und ich glaube auch bei ihm, so würde ich das zumindest von meiner Seite aus sagen, ich gönne ihm jedem Erfolg. Und das pusht mich auch, wenn er jetzt zum Beispiel im Wettkampf besser ist. Und jetzt hatten wir das Pushing Limits Race in Rating. Da war er knapp vor mir. Und das ist eher Motivation. Und finde ich total cool, dass wir das in Deutschland so eine Situation haben. Es ist ja nicht nur Freddy, da sind ja noch einige andere, die da von unten den Arrivierten, sage ich mal, so ein bisschen Druck auf die ausüben oder versuchen, Druck auf die auszuüben. Und ich glaube, das kann eine ziemlich coole Dynamik entwickeln. Und ja. Wen zählst du da noch so dazu in die Kategorie oder wer fällt dir da noch ein? Ich will da jetzt keinen vergessen, aber jetzt will ich den Ruben halt noch dazu zählen. Namen. Flo Angert ist. Ja, Flo ist ja schon arrivierter, genau, würde ich schon dazu zählen. Der schon, ist aber eigentlich auch noch super jung. Also. Total. Auch einer, den man, glaube ich, noch nach wie vor unterschätzt, obwohl er schon so gut ist und auch schon Ironman gewonnen hat, als schnellster Rookie aller Zeiten das geschafft hat und so. Aber wie du sagst, ich glaube, da sind mehr unterwegs, als die einem spontan einfallen würden. Ja, das hat man ja zum Beispiel auch, man kennt die noch nicht so, die Namen, aber wenn man jetzt so ein bisschen da drin ist, dann sind schon einige, die da noch nachdrücken und auch einige Kurzdistanzler, die, wenn die mal sich auf ein Zeitfahrrad setzen, ganz schön Alarm machen könnten. Ja, sind wir mal gespannt. Du hattest gerade ganz kurz das Thema Kaffee angesprochen und das ist vielleicht auch jetzt ein Bogen, wo wir zu lange zum Ende kommen können, weil es gibt die ominöse Jan Stratmann-Skala, von der, wenn man bei Instagram aktiv ist und den Triathlon-Profis dieser Welt in Deutschland zumindest mal folgt, dann sieht man das bei jetzt der neue Barista am Maurice Cavell verlinkt dich, Freddy auch, dann Nils ist auch wieder dabei. Nils ist am Start, Sockensigi, alle machen mit bei der Jan-Strachmann-Skala. Klär uns mal auf, was das ist. Ich weiß gar nicht so richtig, wer die ins Leben gerufen hat. Ich glaube, der Sockensigi tatsächlich. Dabei geht es eigentlich im Prinzip darum, um die, wir nennen das Latte Art Game oder die Latte Art Kunst, also schöne Bildchen in Kaffee zu zaubern. Und mittlerweile, ich sag mal, Kaffee ist ja unser Treibstoff, muss man so sagen. Und ich glaube, das ist bei vielen nicht nur das Koffein, sondern eher so ein Hobby geworden. Und ich glaube, wir stecken damit auch immer mehr an. Mhm. Nicht jetzt erst ganz kurzfristig. Wie viele Kumpels sich in letzter Zeit Siebträgermaschinen angeschafft haben und jetzt schauen, bei welcher Brühtemperatur und welchem Pumpendruck der beste Espresso gelingt, bei wie viel Gramm und wie viel Sekunden und wie man die schönsten Bilder in Kaffee macht, ist das, glaube ich, ja. Also wenn ich 10 von 10 auf der Jan-Stratmann-Skala habe, dann bin ich schon richtig gut. Ja, das eigentlich gibt's das gar nicht. Das, weil da ist der Freddy schickt mir auch, glaube ich, einmal die Woche ein Video von irgendwelchen Profibaristern, die dann nochmal auf einem ganz anderen Level agieren. Aber ja. Also man kann zusammenfassend sagen, Kunst ist dein Ding mit den Wandsprüchen und Latte Art. Ich bin Hobbykünstler. Hobbykünstler auf jeden Fall. Dann danke dir erstmal für den Einblick in dein Profitum. Ich denke, wir kriegen jetzt noch einen Kaffee. Ich guck mal eben zurück zu Nick. Der reißt mir schon die Augen, der hat es dringend nötig. Und dann sind wir mal gespannt auf das erste Rennen. Ich glaube, es ist noch nicht ganz safe, ob dann Miami oder Dubai, aber tendenziell wahrscheinlich mehr Dubai. Tendenziell wenn's Dubai. Wenn es dann so sein soll. Wenn es sein soll, genau. Wir werden es verfolgen und dann danke dir erstmal für die Zeit. Ja, danke auch. Ich melde mich auch noch mal kurz hier. Ich hoffe, der Hausbesuch bei Jan Stratmann hat euch gefallen. Ganz, ganz wichtig natürlich noch, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Hier den Kanal abonnieren und hier das nächste Video anschauen. Aber ihr wisst, das Wichtigste, den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Hausbesuche, Discoveries und History und was uns sonst noch so einfällt, auch verpasst. Sondern dass ihr schön benachrichtigt werdet. Da könnt ihr nochmal die Glocke drücken, wo das hier ist. Weiß ich nicht, aber findet ihr. Jetzt wirklich tschüss.